Herr Präsident, meine Damen und Herren! Zunächst noch einmal zu den detaillierten Diskussionen über die rechtlichen Grundlagen. Dass das Planfeststellungsverfahren nicht gegen die Europäische Wasserrahmenrichtlinie verstoßen würde, habe ich hier heute in meinem Redebeitrag gar nicht gesagt. Ich habe aber darauf hingewiesen, Herr Staatsminister, dass die mittelhessischen Wasserwerke darauf verweisen, dass der Trassenverlauf nicht optimal ist und dass die mittelhessischen Wasserwerke Sorgen haben, dass Schäden nicht ausgeschlossen werden können und nicht sicher sind, ob am Ende eine Gefährdung für das Trinkwasser besteht. Ich finde, dass man diese Stellungnahme, die es im Übrigen auch schon vorher im Verfahren gegeben hat, mindestens einmal zur Kenntnis und ernst nehmen sollte. Das Zweite zu den rechtlichen Bedenken, worüber Sie leider gar nichts gesagt haben, sind ja die zwingenden Gründe, wonach das öffentliche Interesse angeblich den Naturschutzrichtlinien der Europäischen Union übergeordnet werden kann. Wie wir wissen aus dem jahrelangen Engagement der Bürgerinitiativen, gibt es in diesen Begründungen dieses öffentlichen Interesses Fehler, die sogar von den öffentlichen Behörden eingestanden werden. Da geht es um die Zahlen, wie viele Arbeitsplätze geschaffen werden. Dort sind Übersetzungsfehler genannt, die trotzdem zur Grundlage genommen werden. Die Zahlen, die die Verkehrsentlastung für die Region dokumentieren sollen, können gar nicht stimmen. Und auch all das hat ja Ihr Haus indirekt in Schreiben bestätigt. Und deswegen bin ich der Meinung, dass man, auch wenn die Gerichte das entschieden haben, man nach wie vor von legitimen rechtlichen Bedenken sprechen kann. Doch, das kann man. Dann, doch, das kann man. Wenn, ja, ich denke, das sollten Sie erst einmal zur Kenntnis nehmen, Herr Wagner. Und dann sagen Sie, die Grünen, wir halten die Entscheidung für falsch, man kann sie aber nicht mehr ändern und verweisen auf den Vorhabenträger, nämlich den Bund. Und gleichzeitig aber, der Kollege Rudolph hat es Ihnen ja gesagt, versuchen Sie selber, nicht Sie hier in Hessen leider, das ist ja das Problem der heutigen Diskussion, sondern Ihre Fraktion im Deutschen Bundestag, den Vorhabenträger von dem, Vorhaben, das doch angeblich rechtsstaatlich schon durch sei, endlich wieder abzubringen. Das ist doch nicht stimmig. Das ist eine Doppelmoral. Wir begrüßen, was Sie im Bundestag machen. Es ist nur leider bedauerlich, dass Sie hier im Hessischen Landtag eine andere Position einnehmen. Kann man nun auf den Vorhabenträger einwirken oder kann man es nicht? Wir würden uns wünschen, dass der Verkehrsminister und die Landtagsfraktionen der GRÜNEN in ihren öffentlichen Stellungnahmen eben deutlich machen gegenüber dem Vorhabenträger, dass sie von diesem Vorhaben nicht überzeugt sind, weil es dem Klima schadet, weil es den Menschen schadet, da Haltung und Position einzunehmen. Und ich will Ihnen ganz deutlich sagen, wenn in den letzten 40 Jahren, 30 Jahren in der Geschichte der Bundesrepublik alle grünen Fraktionen und alle grünen Parteien immer alle Entscheidungen akzeptiert hatten, die beschlossen worden sind, wo zum Teil schon gebaut wurde, dann wären heute noch alle Atommeiler am Netz, dann wäre Gorleben heute ein Endlager für Atommüll. Und ich bin ausdrücklich dankbar, dass die GRÜNEN sich da viele Jahre gegen engagiert haben. Und dann ist die Frage, Sie haben die Proteste angesprochen, und da finde ich, Frau Walter, müssen Sie sich auch noch einmal entscheiden. Sind die Proteste jetzt gewalttätig, von denen man sich distanzieren muss? Oder aber sind es Proteste, die zu Unrecht kriminalisiert werden? Ich bin der Meinung, natürlich rufen wir zu friedlichen Protesten auf, und wir sind der Meinung, dass ziviler Ungehorsam im Übrigen wie die GRÜNEN, wie viele GRÜNEN auch, dass ziviler Ungehorsam ein legitimer Bestandteil friedlicher Proteste sein kann. Und Herr Dr. Naas, wenn Sie ein Bild gezeichnet haben hier von den Demonstranten, dann kann ich Ihnen nur sagen, dieses Bild kann ich nicht bestätigen. Und ich lade Sie und alle, die das kritisch sehen, ein, kommen Sie in den nächsten Tagen in den Wald, machen Sie sich ein eigenes Bild.
und arbeiten Sie als neutraler parlamentarischer Beobachter und gewinnen Sie ein authentisches Bild von der Situation vor Ort. Am Ende bleibt doch die entscheidende Frage: Gibt es hier eine Grüne? Gibt es die Teile der Grünen in der Landesregierung, die ihre politische Haltung einnehmen wollen und die sich dafür einsetzen wollen, dass der Vorhabenträger sein Vorhaben ändert und dass diese Autobahn nicht gebaut wird? Oder aber ziehen die Grünen den Kopf ein, lassen das Ganze an sich vorübergehen, vergießen zwar die ein oder andere Krokodilsträne, aber stehen eben nicht glaubwürdig zu ihren politischen Zielen. Wir bleiben der Auffassung, diese Autobahn, die braucht, die wird nicht. Herr Kollege, Sie müssen zum Ende kommen. Diese Autobahn, sie wird nicht gebraucht, sie schadet dem Klima, sie schadet den Menschen in der Region, sie steht unserem Engagement gegen den Klimawandel und für eine Verkehrswende entgegen. Und deswegen müssen wir das heute hier debattieren, und deswegen stimmen Sie unserem Antrag zu.